Moin Moin Leute, was geht ab? Zwei zusammen starten und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute soll es darum gehen, warum ich mir denn eigentlich eine Supermoto gekauft habe und nicht irgendeine andere Maschine. Denn es gibt ja wirklich viel zur Auswahl an allen möglichen Klassen und Formen. Und ich habe mich ja schlussendlich für ein A2-Bike, aber auch zum Aufmachen wie jetzt als A-Bike, für eine Supermoto und für eine 701, wie ihr wisst, entschieden. Und ich will ein bisschen mit euch in dem Video drüber quatschen, was ich denn so geil an der Supermoto-Klasse finde, auch im Vergleich zu anderen Motorradklassen. Das, was mir am meisten gefällt beim Supermoto-Fahren, ist die Sitzposition und auch das Fahrgefühl. Sprich, was Beschleunigung angeht, dass man hinten unten reingedrückt wird und vorne man quasi aus der Gabel ja quasi rausfedert und nicht in Wheelie geht, aber schon, Bro, was ist mit der Straße? Dass man nicht in Wheelie geht, aber eben die Gabel vorne leicht wird. Und beim Beschleunigen, dass man hinten richtig stark einfedert, aber auch eben die Kurven-Einlenkverhalten und die Sitzposition, die ergeben für mich eben dieses einzigartige Supermoto-Feeling. Und wenn ihr bis jetzt noch nie eine Supermoto gefahren seid, dann probiert das mal bitte aus. Denn ich kenne einige, die eben vorher Naked Bikes oder Sportler gefahren sind, dann zum ersten Mal auf so einem Ding sich draufgehockt haben und sich danach auch direkt verliebt haben. Denn das ist für mich einfach das spaßigste Motorradfahren. Und da kommen wir auch gleich zum zweiten Punkt, was richtig geil ist an der Supermoto, dass man Geschwindigkeiten viel krasser wahrnimmt. Was ich damit meine ist, dass der Wind schon ab meinem Bauchnabel, alles was höher als mein Bauchnabel ist, voll auf meine Brust drückt. Das hat natürlich den Nachteil, dass man bei langen Strecken oder so sehr viel Druck, sehr viel Winddruck auf dem Oberkörper hat, was dadurch halt sehr anstrengend zu fahren ist. Aber was, wenn du eben einfach so unterwegs und schnell fahren willst oder halt einfach Landstraße fahren willst, dass es eben ein Gefühl von Geschwindigkeit gibt, das spiegelt sich dann so wieder, dass sich eben 70 km/h wesentlich schneller anfühlen würden als zum Beispiel auf einer Doppel-R oder auf irgendeiner anderen Sportler. Das heißt, 70 fühlt sich jetzt schon durch den Gegendruck nicht, auf jeden Fall nicht langsam an. Und das gefällt mir sehr, weil da muss ich eben nicht so viel drüber fahren, um auch Spaß zu haben. Ich will halt nicht, um Spaß zu haben, immer so viel zu schnell sein, dass ich halt direkt den Lappen abgeben kann und eben auch das Sicherheitsrisiko, sondern ich will eben schon bei auch dem STVO-Regeln irgendwie noch konform bleiben und trotzdem Spaß haben, und das gibt mir eben die 701 auch auf jeden Fall. Dazu müssen wir bei der 701 nicht drüber reden, mit dem Sound, aber im Generellen auch bei den Supermotos. Und ich mag auch Sportler-Sound, aber gegen so einen schönen Einzylinder, der sich irgendwo zwischen 300 und 700 Kubik befindet, ist auch wirklich nichts einzuwenden. Also ich liebe den Sound einfach. Dazu muss ich natürlich auch nicht verschweigen, dass man mit der 701 natürlich auch wheelen kann. Und das nicht so schwer ist. Natürlich kann nicht jeder einfach wheelen. Das heißt, man muss da schon ein bisschen Übung reinstecken. Aber sie geht eben wesentlich einfacher hoch als andere Bikes. Bra. Und man muss eben, wie eben, wenn Gegenverkehr kommt, muss man nicht weiter den Wheelie durchziehen, sondern da sage ich mir auch, da geht natürlich die Sicherheit für alle im Straßenverkehr vor, weil das ist ja auch hier auch keine Rennstrecke. Aber wenn sich mal eine gerade ergibt, wie eben, dann kann ich es mir auf jeden Fall mit dem Bike auch schwierig verkneifen, mal den einen oder anderen Wheelie zu ziehen außerorts. Aber ich kann euch auch jetzt schon vorwegnehmen, dass ihr, wenn ihr euch eine Supermoto kauft, nicht auf einmal sofort wie ein junger Gott wheelen könnt. Aber ich finde, es ist eben die einfachste Klasse, um es zu lernen. Natürlich ist eine MT-07 oder so auch nicht schlecht, um sowas zu lernen. Dennoch geht meine 701 hier ja auch selbst im gedrosselten Zustand im zweiten Gang ohne Kupplung hoch. Und die Beschleunigung von 75 PS jetzt im Fall der 701 auf das geringe Gewicht. Und als nächsten Punkt ist eben Gewicht so eine Sache, denn die 701 ist schon einer der schwersten Supermotos. Und das finde ich auch mega, mega geil, denn die lässt sich auch schon so einfach in Kurven legen und schmeißen, weil man eben mit 150 Kilo kaum Gewicht drauf hat. Und die anderen Supermotos wiegen eher zwischen 100 und 130 Kilo, was halt noch leichter ist. Man kann sie einfach hin und her rangieren und sie fühlt sich eben noch am ehesten an wie ein Fahrrad. Natürlich fühlt sich eine Supermoto nicht wie ein Fahrrad an, aber rein vom im Vergleich zu einer Naked oder zu einem Sportler ist das noch mit einem sehr gleichbleibenden Lenker ein sehr einfaches Fahren, würde ich mal sagen. Man muss natürlich eine gewisse Größe mitbringen. Ich habe zwar auch schon jemanden gesehen, der mit knapp über 1,60 eine 701 fährt,
Allerdings muss man dann bei Ampeln schon sehr, sehr doll förmlich abspringen, um das Bike neben sich stehen zu haben. Das würde ich auf jeden Fall keinem empfehlen. Zumindest auch auf jeden Fall keinen Fahranfängern. Aber sonst denke ich auch von der Sitzposition her ist auf jeden Fall die Supermoto-Klasse auch für Anfänger geeignet. Was auch einer der Gründe war, die ich unbedingt haben wollte bei meinem Bike, ist aufrecht sitzen. Bei der KTM RC 125, meiner damaligen 125er, war es so, dass man nach vorne geneigt war. Und das finde ich jetzt sehr, sehr angenehm, dass man auch bei längeren Strecken einfach gerade sitzen kann. Oder im Generellen, die Supermoto-Klasse gibt einem eben Möglichkeiten, die sehr grenzenlos wirken. Das bedeutet, ich kann einfach hier irgendwie über einen Fußweg fahren oder wenn ich mal irgendwo hochfahre, muss ich nicht gucken, oh, setze ich jetzt auf oder irgendwas wie vorher bei meiner RC, sondern ich kann jetzt hier theoretisch einfach überall lang fahren, wo ich lang will. Natürlich ist es mit den fast Slick-Reifen nicht so geil, wenn man dann über den Rasen oder so fährt, aber es ist halt, ja, alles nicht so begrenzt und man hat irgendwie vom Gefühl her alle Möglichkeiten offen und man sitzt dazu auch sehr, sehr hoch. Und vor allem habe ich auch die Supermoto-Klasse oder auch besonders jetzt die 701 in meinem Fall sehr wertgeschätzt, als ich im Harz unterwegs war. Denn sie ist besonders gut zu fahren in wirklich schmalen Kurven. Und jetzt fahren wir gleich schon auf eine Strecke und dann seht ihr mal, wie schön man die durch schmale Kurven kriegt. Und das ist wirklich einfach nur ein Traum. Das habe ich auch bei keinem Motorrad bis jetzt so erlebt oder bei keiner Klasse. Ich habe hier wirklich das Gefühl, man fährt sehr auf Schienen. Sie lässt sich so einfach in die Kurven schieben. Das taugt mir einfach extrem, auch hier durch so wirklich sehr enge Kurven. Ich bin jetzt auf jeden Fall noch nicht auf Max hier unterwegs, aber es fühlt sich einfach super spaßig an. Und ihr könnt mir mal gerne eure Erfahrungen zu der Supermoto-Klasse teilen. Also wenn ihr auch eine Supermoto fahrt oder eben auch eine andere Klasse, und schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, was eure Beweggründe waren, eine andere Klasse auszuwählen oder eben auch eine Supermoto zu fahren. Dieses Supermoto-Feeling ist halt super schwierig zu beschreiben mit dem Einkippen beim Bremsen und mit dem Rausbeschleunigen und Runterdrücken. Das müsst ihr einfach mal selber gefahren sein, damit ihr versteht, wie sich das anfühlt. Für mich ist es einfach die spaßigste Klasse und auch das spaßigste Bike. Und ja, mir geht es ja letztendlich darum, hier am meisten Spaß zu haben. Und das waren meine Beweggründe, warum ich mich für die Supermoto-Klasse entschieden habe. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr, sehr gerne ein Like da. Lasst mir auch sehr, sehr gerne ein Abo da, um nichts weiteres zu verpassen auf diesem Kanal. Dann würde ich sagen, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und haut rein, stay tuned. Ah, ich habe noch was vergessen. Achso, nee, habe ich nicht vergessen. I tell you, dog, 'cause I'm feeling so good.